Das sei doch nicht nein. Nochmal für 4000. Jo. Siehst du wohl. Nächste wäre 6000. So viele Noten, Papier und sowas haben wir zwar jetzt noch nicht. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Ja? So. Dann füllen wir nochmal den Kelch auf hier. Hilf mir. Apfelkelch, ja hier, bitte. Das rote, bitte. Ja, danke. Plup. Catch. Das war's, ich geh wieder. Das ist so schön einfach, ne? Da musst du ja nicht irgendwie Kosten zahlen und sowas und hast trotzdem hier dein Kelch. Okay. Dann gehen wir zum Panzerposten. Guten Tag. Unsere Kundschafter haben dich mal kommen sehen. Und wir wissen von deiner Mission. Dies ist der Panzerposten. Hier haben sich die ganz Harten verschanzt. Tief im feindlichen Gebiet ist gefährlich. Rüste dich aus. Okay. Und was du? Auf mir leiden die Landratten. Während Thrasher Knight unter den Wellen in seinen schrecklichen Eisenwal weilt. Seine Niedertracht fürchten alle Fischen. Im Meer. Alle Fischen im Meer, ja. Hm. Komm, mach ihn fertig. Und wir danken dir sehr. Ja! Ah ja. Ich bin ja so schlecht drauf. Ich hab einfach schlechte Laune. Wenn mich nur jemand aufheitern könnte. Ach, okay, ich probier's mal. Warum ist niemand beim Katapult? Weil das Personal zum Schießen ist. Findet er nicht witzig. Okay. Probieren wir noch einen anderen mit. Warum sind die Schneewölfe so leise? Weil keiner Heul doch zu sagen wagt. Okay. Probieren wir nochmal. Warum war Thrasher Knight beim Psychiater? Er hatte tiefgründige Probleme. Nur weil er auf Tiefsee tauchen ist? Ja, nee. Was gibt es in der Flugmaschine zum Frühstück? Windeier. Also die Witze sind echt schlecht. Dieser Sack Hafer wiegt eine Tonne. Achso. Warum ist Mona wie ein Mathebuch? Weil beide voll von Problemen sind. Die arme Mona, die kann doch auch nichts dafür. Noch? Warum ist der Ziegelehrte? Oh. Nicht zum Ball gegangen, weil er keinen Bock hatte. Findet er nicht toll? Gucken wir mal, was haben wir denn noch für Witze? Warum ist King Knight zum Zahnarzt gegangen? Weil er eine neue Krone braucht. Sind schon echt schlechte Witze. Warum sind die Ratten im Uhrenturm keine guten Haustiere? Weil das ein Turm und kein Haus ist. Oh. Tut einem schon der Schädel weh, ja? Bei den schlechten Witzen. Warum waren die Leute im Mittelalter so arm? Ihnen fehlten die Mittel, Alter. Das sind schon echt, ne? Ganz schlechte Witze. Warum waren die Leute im Mittelalter so arm? Das hatten wir doch gerade. Okay, haben wir denn vielleicht noch andere hier? Andere Witze, die nicht witzig sind? Vielleicht, schon gehört? Der Gastronom ist jetzt Sternenkoch. Nur will die keiner essen. Ja. Schlechte Witze. Fragst du ein bisschen Schabbelheit. Ich hatte mich ja mal bei der Saftbar beworben. Das ist vielleicht ein Saftladen.
Das hätte auch von mir so kommen können. Wie hat sich Bas gefühlt, als ihn der Orden ohne Gnade abgelehnt hat? Er war vollkommen batz. Das verstehe ich nicht mal. So, neue Schüler fragen immer nach anderen Waffen als der Schaufelklinge. Aber wir lassen uns nicht auf die Schippe nehmen. Ja, okay. Was haben wir noch? Ich wollte mir neulich ein paar Fehde-Handschuhe abholen. Aber der Schmied meinte, Fehde-Handschuhe brauche ich noch Zeit. Mit Dialekt, ich glaube, es hackt. Hast du gehört, was Tinker Knight mal für ein Date hatte? Er hatte sich eine Freundin gebastelt, die dann mit einem Baumarkt durchgebrannt ist. Okay. Ist halt schon hart, ne? Wenn die eigene gebaute Freundin dann halt den Baumarkt durchdreht, du. Hast du von meinem Kampf gegen Polarneid gehört? Ne, den haben wir noch gar nicht gemacht. Eiskalt absolviert. Achso, du redest aus der Zukunft. Okay. Zu viele Ritter, mit denen wir noch gar nicht Kontakt hatten hier. Hast du mein Gemälde vom Apfelschkönig gesehen? Ich will nicht angeben, aber die gleichen sich wie ein Apfel nehmen. Ganz furchtbare Witze. Was gibt es in der Flugmaschine zum Frühstück? Das hatten wir schon. Eigentlich müssen wir jetzt so langsam alles durchhaben, ne? Außer ich habe jetzt M gewählt statt R. Warum baggert Mole Knight die ganze Zeit? Weil er nicht jeden angreifen kann. Lauf doch nicht weg! Meine Witze sind zwar schlecht, aber lauf doch nicht weg! Wie bezahlen Ratten ihren Bau ab? Rattenzahlung. Kann mich mal bitte jemand erlösen und mir sagen, ich soll in die andere Richtung laufen? Schon gehört, der Gastronom ist jetzt Sternenkorn, liebe Kanäse. Ja, okay. Glaubst du, lange haben wir's. Wer bist denn du? Ach, dieser King Knight. Der ist ja so majestätisch. Welch kultivierter Geschmack. Aber ganz ehrlich, ich wäre lieber deine Königin. Okay. Hier haben wir ein Schild, dann kriege ich wieder ein bisschen Mana raus, wenn ich das brauche. Was haben wir denn hier? Guten Tag. Oh, Hüte, meine größte Leidenschaft. Nichts genieße ich sehr wie das knackige Schnalzen einer gut geschneiderten Krempe. Oh, und dank meines Reichtums könnte ich mir den ganzen Laden hier kaufen. Aber ich habe meine Börse vergessen. Oh, aufrechter Ritter, könntest du mir mit einem schlappen 1000 Gold aushelfen? Hier ist ein Schein. Sicher bist du in einer ähnlichen Lage, oder? Mein bester Freund, du hast auch deine Börse vergessen. Ja, ich habe im Moment nicht so viel Gold. Ja, die brauchen jetzt hier alle Geld, damit sie ihre Hüte kaufen können. Ja, ich kaufe nur das Beste und was meine neueste Werbung angeht. Mir fehlen nur läppisch 1000 Gold. Nein. Nicht genug, um mir was zu leihen, was? Komm schon, ich versichere dir, dass ich dafür bin. Und sie hier? Ach so, ein bezauberndes Barett. Wenn ich mir nur eins leisten könnte. Ich brauche nur 1000 Gold. Also brauchen wir 3000 Gold, damit hier alle ihren Hut kriegen. Also kommen wir wieder, wenn wir mehr Geld haben. So, nichtsdestotrotz, wir sind hier noch nicht fertig. Denn es gibt hier noch mehr zu erkunden. Einmal gibt es hier so ein Notenblatt. So, und hier gibt es den Schmied. Das muss der Amboss der Lüfte sein. Rüstungsabbruch, gefährlich. Wenn du dir was schmieden lassen willst, bin ich dein Mann. Haha. Ja, da können wir jetzt noch verschiedene Rüstungen kaufen, die alle unterschiedliche Effekte hätten. Na, das ist hier unsere Rüstung. Haben wir hier letzte Rettung. Wenn du im Kampf fällst, hinterlässt du nur halb so viel Gold. Oder ein Zaubermantel.
Opfere ein wenig Schutz für ein höheres Magielimit und sammle Magie von besiegten Feinden ein. Oder der Dynamo-Panzer. Mit zwei Schaufelstürzen kannst du einen mächtigen Sturmschlag fesseln. Prinzip nicht verkehrt. Der Panzer des Schwungs. Schwer gepanzert, hält dich nach Treffern an Ort und Stelle. Doch anhalten ist schwer. Ja, damit sind wir ein bisschen rutschiger. Aber haben halt keinen Rückstoß. Oder den Schmuckpanzer. Schick, akrobatisch, nutzlos. Der ist wirklich einfach nur teuer. So, was ist mit ihm hier? Oh, schöne Schaufelklinge, Junge. Aber die kann ich verbessern. Entfessle ihre Warenfähigkeit. Ja, da können wir einen Griff aufladen. Das ist dann, ja, Charge. Wir können die Grabenklinge und greift einen ganzen Haufen in einer einzigen mächtigen Bewegung um. Und den Funkensturz. Bei voller Gesundheit kannst du bei einem Schaufelsturz Funken sprühen lassen. Alles grundsätzlich nicht verkehrt, wenn man es mal hat. Aber im Moment haben wir es halt nicht. So, was mit dir? Ja, na. Die ähnlichsten Instrumente haben wirklich zu Geltung kommen, die nur in einem Duett. Ja, deswegen habe ich ja zwei. Ja, was mit dem? Oh, ich muss schon sagen, mein Herr. So ein dekadentes Luftschiff habe ich nicht mehr gesehen, seit ich meins gekauft habe. Ha? Lamiran, es ist ein Luftschiff. Okay, sonst ist hier nichts weiter. Dann haben wir das soweit auch. Dann gehen wir erstmal ins nächste Level. Würde ich sagen. Oh, guck mal. Was haben wir da? Gehen wir doch da mal gleich hin. Ja, ich fass es nicht. Ärger, mein Freund. Hast du dich verlaufen? Ich habe die beste Ausrüstung, die schickste Rüstung, das stärkste Seil. Pardon. Brauchst du Hilfe? Diese eingebildeten Clowns vom Orden ohne Gnade haben mir keine Ahnung, was sie verpassen. Hey, du siehst wie ein Ritter aus. Shovel Knight steht zu Diensten, aber ich bin nicht mit... Ich hab gehört, wer eine Ritter besiege, kann diesen Titel behalten, oder? Bitte tu nichts, was du später bereust. Ich will ja nicht... Der große Bärsenheit. Mir gefällt, wie das klingt. Dann haben die keine Wahl und müssen mich sofort aufnehmen. Komm schon, lass uns anfangen. Schätze, ich habe keine Wahl, ne? Der kann auch nicht viel, als seine Peitsche zu schwingen hier. Ich möchte gern vom Belmont Clan hier. Stärke sieht anders aus hier. Na komm. Er ist doch schon tot. Er siehste, sag ich doch. Unmöglich. Selbst meine besten Moves konnten dir nichts anhaben. Gut gekämpft. Wenn du dir eine Niederlage wie ein Ritter eingestehst, bleibt dir noch deine Würde. Jetzt nehmt ihr mich niemals in den Orden auf. Nie und nimmer. Ja, so erst recht nicht, Kollege. So erst recht nicht. Da fängt er an hier, ne? Schneller mit seinen Fäusten herumzuschlagen. Ja, der Arme, der tut einem schon fast leid, ne? Aber fast macht immer noch einen großen Unterschied. So, und dann würde ich sagen, gehen wir gleich in die verlorene Stadt. Das geht tief. Okay. Neues Level, neues Glück und so. Nein, das wollte ich so gar nicht. So. Warte. Hier kann ich angeln, ne? Ja gut, der kann mir nichts weitergeben. Was haben wir in der Kiste? Uiuiuiuiui. Wieder mehr Kleingeld.
So. Und dann kann ich jetzt auch schon wieder gehen. Denn hier müssen wir eigentlich lang. Eigentlich. So, hier muss ich auch immer aufpassen, weil hier ständig irgendwie Lavabrocken vom Feuerdecke fallen. Den hier nur von hinten angreifen. Von hinten. Ja. Warum fällt da jetzt nichts? Weil wegen Deko. So, hier haben wir mal ein bisschen was. Appel. Nehmen wir mit. Man weiß ja nie, ne? So. Diese fliegenden blauen Dinger hier. Kann man auch beseitigen, aber die zu treffen ist halt so eine Sache. Besonders wenn sie jetzt nach oben fliegen. Also man kann sie glaube ich auch töten, aber sicher bin ich mir gerade auch nicht. Doch, geht. Okay. Brauchen halt nur ein paar Hits. Na dann. Ja, ach ja, auch ja, die Dinger habe ich ja ganz vergessen. Mal auch noch schnell hier zur nächsten Seite kommen und sowas. So. Ja. Yeah. Nein, 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 nein. Das ist doof. Da haben wir jetzt einen Haufen Gold verloren. Weil ich doof war. Ist ja was ganz Neues, ich weiß. Das passiert so selten, dass ich doof bin. Eigentlich fast nie. So. Ja, bin ich voll reingelaufen, weil ich es kann. Ja, super. An das Gold komme ich jetzt definitiv nicht mehr ran. Ein Sack habe ich mitgenommen. Immerhin. So, was hier? Hui. Da gucken wir doch mal tiefer in die Truhe. Haben wir unseren Verlust schon wieder fast ausgeglichen. Nur noch fast. Aua. Okay. Ich hätte gedacht, er hält mehr aus. So viel dazu. Ach ja, oh Gott, ja, jetzt gibt's Maulwürfe auch in unseren kleinen Goldhaufen hier. Ja, Maul, nein. Sich ja auch überall rein. Das war's, ich bin weg. Ja, sehr schön, wie er sich selbst erledigt. Sowas mag ich ja, ne? Gegner, die sich selbst der größte Feind sind. So wie ich. So, und hier das, wenn ich das anhaue, dann verschwindet so nach und nach das ganze Konstrukt. Kann auch, glaube ich, hier oben lang, ne? Jo. So. Ist mir eigentlich zu knapp, aber naja. Was macht man nicht alles, ne? So.
irgendwie geschafft, hier rüber zu kommen. So, jetzt hier ein bisschen schnell sein. Nur ein bisschen. So, ganz kurz überlegen. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, wie ich jetzt hier zuschlage. So.